Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie man im Hintergrund schon sehen kann, die die letzte Folge gesehen haben, wissen, worum es geht. Vivek wurde quasi geschändet. Ihm wurde die Macht entzogen. Und daraufhin ist dieser Herr angelaufen gekommen. Es war eine tapfere Tat, Zendres zu retten. Bei den drei. Fürst Vivek sieht schrecklich aus. Wo ist Erzkanoniker Tarvus? Er scheint immer zu wissen, was in solchen Situationen zu tun ist. Der Erzkanoniker ist in Wahrheit Barbas. Er hat uns alle getäuscht und ist nun Viveks Energie so gut wie vollkommen erschöpft. Barbas? Der dädrische Bluthund? Wartet, wartet. Ich verstehe das alles nicht. Aber wenn die Energie von Fürst Vivek vollkommen erschöpft ist, dann wird der Meteor, der Rote Berg, bei den Göttern. Ganz Wardenfeld schwebt in Gefahr. Es muss etwas geben, das wir tun können. Würde es nur einen Weg geben, um Fürst Vivek etwas Energie... Wartet, das ist es. Ein Segensstein. Findet die Aufseherin und holt noch einen Stein von der Baustelle. Oh, bitte beeilt euch. Ich habe Fürst Vivek noch nie in einem derart traurigen Zustand gesehen. Ich werde mit der Aufseherin sprechen und noch einen Segensstein besorgen. Ich rechne damit, dass die Aufseherin sich in der Nähe der unfertigen Kantone aufhält und nach Plünderern Ausschau hält. Wenn die Leute in Panik geraten, sind sie zu allem fähig. Und bei all dem Chaos da draußen hat die Aufseherin die Baustelle geschlossen. Besorgt euch ihren Schlüssel und bringt einen Stein zurück. Warum sind die Leute in Panik? Eben gerade ist der Rote Berg ausgebrochen. Und der Meteor über der Stadt hat sich gefährlich nahe auf sie herabgesenkt. Ich nehme an, das muss geschehen sein, als Fürst Viveks Energie erschöpft war. Wenn wir keine Möglichkeit finden, zumindest einen kleinen Teil seiner Macht wiederherzustellen, ist Wardenfell verloren. Was ist mit Barbas? Ich bin mir nicht sicher. Aber unsere oberste Priorität muss sein, wenigstens etwas von Fürst Viveks Energie wiederherzustellen. Danach kann er uns sagen, was als nächstes zu tun ist. Hat Barbas erwähnt, wieso er Fürst Vivek das angetan hat? Ich bin mir nicht vollkommen sicher, aber es schien etwas mit der Stadt der Uhrwerke zu tun zu haben. So Dasils ureigene Domäne? Es heißt, dieser Ort birgt das Geheimnis für eine Neuerschaffung Nirns. Ich schätze, das könnte Barbas und seinen Meister Clavicus Vile interessieren. Doch die Stadt der Uhrwerke kann warten. Der Meteor, der über uns hängt, leider nicht. Was werdet ihr machen, während ich den Segensstein besorge? Jemand muss sich um Fürst Vivek kümmern. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen, um die Macht im Segensstein zurück auf ihn zu übertragen. Ich handle hier weit jenseits meines Zuständigkeitsbereiches. Schließlich bin ich nicht der Erzkanoniker. Andererseits war Tarvus das wohl auch nicht. Ja, irgendwie. Wo ist der Ausgang denn jetzt? Ah, ich wusste es doch. Jetzt gibt es ein Buch. Die 36 Lehren, Lektion 37. Okay, ich lasse das mal so stehen. Übrigens werde ich heute ein paar Mal über meine Zunge stolpern. Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe noch so viel Schleim im Hals, weil ich ja hier immer noch mit einem grippalen Infekt am Kämpfen bin, dass, sich das vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen seltsam anhört. Hallo? Was war das? Bardau, er bewegt sich. Fürst Vivek, rette uns! Imposant, imposant. Ja, da müssen wir uns jetzt beeilen, aber ich wollte trotzdem... Oh, hier unten sieht es auch nicht viel besser aus, ehrlich gesagt. Ich wollte euch trotzdem diese Bilder nicht vorenthalten. Es sind keine schönen Bilder, aber es sind immerhin Bilder, die zur Story gehören. Vivek! Ich bin gerade überlegen, wo müssen wir jetzt hin? Auf jeden Fall hier irgendwie in die Richtung. Shiranas, wo bist du? Nein, ich hab nie Angst. Moment. Hä? Findet die Aufseherin? Ach, da war sie doch gerade. Och, was machst du denn hier? Meine Frau hat beschlossen, rauszulaufen und mitten in einer Katastrophe ein paar verdammte Plünderer zu jagen. Wer macht denn sowas?
Man würde meinen, Fürst Viveks Aufseherin müsste einen klareren Kopf behalten. Die Aufseherin? Ich suche sie im Auftrag von Fürst Vivek. Sie ist in die unfertigen Kantone gelaufen. Sie macht sich zwar schwere Vorwürfe, dass sie hinter dem Bauplan herhinkt, aber wenn sie jetzt umkommt, hat da doch niemand etwas davon. Meine Frau ist knallhart, aber sie ist keine Kriegerin. Ich sollte nach der Aufseherin suchen und mich vergewissern, dass es ihr gut geht. So, darf ich jetzt dahin? Was mit dir? Wir sind da gerade noch lebend rausgekommen. Ich fasse es nicht, dass die Aufseherin noch da drin ist. Was wird sie machen, wenn der Kanton im Meer versinkt? Die Aufseherin ist noch auf der Baustelle? Ja, die Aufseherin lief rein, als sie die Plünderer sah. Wir haben versucht, ihr zu folgen, doch dann begannen Feuer, Asche und Felsbrocken vom Meteor herabzuregnen. Als ich sie das letzte Mal sah, jagte sie Plünderer in den Kanton auf der anderen Seite. Warum sollten Plünderer ihr eigenes Leben riskieren? Gier ist eine mächtige Antriebsfeder. Wir haben Werkzeuge und Materialien völlig ungeschützt herumliegen lassen, als die Priester allen befahlen, von der Straße zu gehen. Die Plünderer riskieren gerne ihr Leben, wenn sie einen Profit machen können. Komm mit, Basti. Wir müssen die, ich habe ihren Namen wieder vergessen, retten. Achso, Baustelle öffnen. Die Aufseherin, so. Und wir werden große Gegenwehr haben. Wir müssen erstmal reinkommen überhaupt. Ich höre sie. Da hinten ist sie. Lauf! Niemand stiehlt von Fürst Vivek. Red mit mir. Hallo. Noch eine Plünderin? Wollt ihr auch meinen Stahl kosten? Nein, wartet. Ich erinnere mich an euch. Ihr habt euch einen unserer Segenssteine geliehen. Nun, der Erzkanoniker hat ihn zurückgegeben, nachdem Fürst Vivek damit fertig war. Also kein Grund zur Sorge. Fürst Vivek muss sich noch einmal den Segensstein besorgen. Borgen. Das ist nicht möglich. Wir haben den Segensstein wieder in seinen Kanton eingebaut und die Arbeiten an diesem Abschnitt erst vor kurzem beendet. Wartet einen Augenblick. Hat das etwas mit den Felsbrocken zu tun, die auf die Stadt herabregnen? Sagen wir einfach, es ist von überlebenswichtiger Bedeutung, dass ich einen Segensstein für Fürst Vivek bekomme. Ich schätze, dann habt ihr wohl Glück. Wir haben zufällig noch einen anderen Segensstein. Er ist im dritten Kanton. Hier. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu diesem Abschnitt der Baustelle. Passt mir aber bloß auf weitere Plünderer auf. Und auf die Felsen, die vom Himmel regnen. Ich bin eurer Frau begegnet. Sie macht sich Sorgen um euch. Varona? War sie mir immer noch böse? Nein, darauf müsst ihr nicht antworten. Ich kenne meine Frau. Ich werde zurückgehen und ihr Bescheid geben, dass mir nichts fehlt. Richtet Fürst Vivek aus, dass er unseren Segensstein haben kann, solange er verspricht, etwas wegen Bardau zu unternehmen. Okay, werde ich machen. Jetzt muss ich nur gerade erstmal überlegen, wo ich hin muss. Moment. Berg den Segensstein. Ach so, das ist auf dem anderen Abschnitt. Ja, genau, so war das. Das heißt, euch muss ich, glaube ich, jetzt mal töten, weil ihr mir sowieso sonst dauernd hinterherlaufen würdet und sehr nervig seid. Hallo, gehst du mal da runter? So, Segenstein. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Ich wollte gerade sagen, wieso zeigt... Ach, da unten. Kann ich hier nicht einfach runterspringen, Leute? Ich will hier einfach rüber. Och, ihr seid so doof. Echt. So geht's auch. Da kommen wir nicht durch, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht die Leiter hoch. Da müssen wir durch. Ah, ich hab ihn. Basti, kümmere dich um die Angreifer. Oh, Leute. Aber ich bin... Ja, ich hab ihn. Kümmer du dich mal weiter um die Leute, Basti. Ich bin schon mal draußen. Oder auch nicht, weil hier überall die Dinger runterkommen. Kann mir nicht eben irgendwie einer unten durchgekrabbelt? So ein Zombie oder so?
So, schnell zurück zum Palast. Oder auch nicht. Jetzt aber schnell zurück zum Palast. So, Frau ist auch schon wieder weg. Dann denke ich mal, wird sie vor mir schon hier angekommen sein. Fest wie weg, ich habe alles, was wir brauchen. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt irgendwie so aus, als ob ich gleich etwas Leben verlieren werde. Der rote Berg, er bricht aus. Ich weiß. Da. Fürst Vivek, nicht sterben. Es klingt, als würde die Stadt da draußen auseinanderfallen. Es bleibt nicht viel Zeit. Konntet ihr noch einen Segensstein besorgen? Wir müssen einen Teil von Fürst Viveks Energie wiederherstellen, bevor der Meteor vom Himmel fällt. Ich habe den Segensstein geborgen. Perfekt. Ich spüre die Essenz von Fürst Vivek da drin. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man das macht. Ihr tretet besser zurück. Nur zur Sicherheit. In Ordnung. Ich geh mal hier hin. Haltet durch, Fürst Vivek. Süße Energie. Wie ein Schluck Wasser. Für einen Verdurstenden. Ja. Mehr nicht? Ach so, okay. Sorry. Ach, den drei sein Dank. Fürst Vivek sieht schon besser aus. Natürlich ist der Segensstein nur eine vorübergehende Maßnahme. Wir müssen immer noch herausfinden, was wir wegen Barbas und der gestohlenen Energie unternehmen sollen. Ich bin bereit, alles zu tun, was ich kann. Wie schon Fürst Vivek schrieb, das tapferste Herz gerät nie ins Wanken. Ihr seid wahrlich Viveks Champion. Ich hatte keine Ahnung, ob der Segensstein Wirkung zeigt, aber ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Nun geht und sprecht mit Fürst Vivek. Ich bin sicher, er hat einen Plan, den er uns mitteilen will. Ja, ich bin halt jedermanns Champion, ne? Egal wohin ich gehe, das ist schön. Wir haben einen erfüllten, leichten Kopf erhalten. Fremdländerin, meine Zeit wird kürzer. Klarheit zeigt sich wie Sonnenlicht, das durch die Wolken bricht. Barbas muss den Erzkanoniker schon vor Wochen ersetzt haben. Alles nur, um den Plan in Gang zu setzen, meine göttliche Energie zu stehlen. Er hat viel Ärger auf sich genommen, nur um euch eure göttliche Energie zu stehlen. Nichts geschieht ohne Ziel. Der Raub meiner Energie säte Zwietracht und Unheil im gesamten Land. Und offenbarte letzten Endes auch die genaue Lage der Stadt der Uhrwerke. Wenn es Barbas und seinem Meister gelingt, an den Schutzzaubern vorbeizukommen und Sotasils Domäne zu betreten. Das war alles nur ein Vorwand, um die Stadt der Uhrwerke zu finden? Clavicus Vile hat mich abgelenkt und mich geschwächt. Alles nur, um die Stadt der Uhrwerke zu finden. Vielleicht brauchen wir eine Daedra, um einen Daedra zu bekämpfen. Azuras Champion Serin, im Arbeitszimmer des Erzkanonikers, sucht Rat bei ihrer Schutzherrin. Aber sputet euch, meine Zeit wird immer kürzer. Ich werde Serin finden und schauen, ob Azura uns helfen kann. Darum... So. Er hatte gesagt, Achso, ja, genau, beim Erzkanoniker. Das war's. Wollte gerade sagen. Er hatte doch irgendwas gerade noch gesagt, wo sie hin ist. Wieso verliere ich ein halbes Leben, wenn ich die, die Treppe runterlaufe und gar nicht angegriffen werde von den Brücken? Das ist gemein. Jedes Mal, wenn man reinkommt, kann man wieder neu looten. Fremdländerin, ja. Hier drüben. Ja, ja, ich habe noch etwas gesucht, was Licht in diese ganze Sache bringt. Ah. Was denn? Sehe ich so schrecklich aus? Ach so. Ach so. Sterbliche, die Fürstin des Zwielichts wendet sich an euch.
Vivek lässt sich also dazu herab, um Hilfe zu bitten? Ich habe ein solches Ereignis zwar vorhergesehen, doch ich konnte es kaum glauben. Hört gut zu, denn wenn ihr weiterhin so tadellose Arbeit leistet, kann es uns durchaus noch gelingen, die Bemühungen von Clavicus Wiele und seinem Hund Barbas zu vereiteln. Fürst Vivek meinte, ich sollte in dieser Sache euren Rat einholen. Damit hatte ich schon gerechnet. Die Mysterien enthüllen, dass Barbas danach trachtet, die Stadt der Uhrwerke zu betreten. Bislang hatten Sota Sils Schutzzauber ihn daran gehindert, doch nun hat der Hund Sunara. Ihr müsst vor ihm sein großes Ziel erreichen, das Reservoir, in dem Viveks gestohlene Energie gespeichert ist. Kennt ihr die Lage der Stadt der Uhrwerke? Dieses Wissen wurde selbst vor mir verborgen, Sterbliche. Doch ich kenne jemanden, der euch mit den nötigen Mitteln versorgen kann, um zu Sota Sils Schöpfung zu reisen. Tretet zurück und ich werde den Magier der Zahnkränze und Zahnräder herbeirufen. In Ordnung. Interessant. Das hätte nicht geschehen sollen. Wo zum Vergessen bin ich? Magia, diese Sterbliche spricht mit der Autorität der Mutterseele. Oh, nicht schlecht. Ihr holt ihn einfach mal her, ohne dass er das mitbekommt. Also ohne dass er weiß, warum. Interessant. Beschworen von einer dädrischen Fürstin und ihrem sterblichen Sprachrohr. Ich war mitten in einem entscheidenden Experiment. Doch ich schätze, ich kann ein oder zwei Klicken der Zahnkränze für Azura und meine ehemalige Assistentin entbehren. Also, habt ihr den Klangumkehrer kaputt gemacht? Nein, der Klangumkehrer arbeitet tadellos. Azura will, dass ihr mir helft, zur Stadt der Uhrwerke zu gelangen. Nein, das wird nicht passieren. Ohne der Fürstin des Zwielichts zu nahe treten zu wollen. Aber Sota Sil wollte diesen Ort unbedingt verborgen und vor den Daedra geschützt wissen. Oh, Moment. Jetzt stampft bei mir der Kolben. Hier geht es um Sunara und Fürst Vivek, nehme ich an? Ja, Barbas hat uns durch eine List dazu gebracht, Fürst Vivek seine göttliche Energie zu entziehen. Barbas? Ein weiterer Daedra. Lasst mich nachdenken. Sota Sils vergessenes Werkzeug wurde also derart umgebaut, dass es Vivek die Energie entzog, was wiederum die Stadt der Uhrwerke in Betrieb nahm. Sie leuchtete so strahlend wie die Spitze des Roten Berges. Selbst Wiles Hund könnte das unmöglich übersehen. Könnt ihr mich nun in die Stadt der Uhrwerke bringen oder nicht? Worauf hat es Barbas abgesehen? Wartet, die Zahnräder drehen sich. Das Reservoir. Ihr müsst das Reservoir, das Viveks gestohlene Energie in sich birgt, vor Barbas erreichen. Ich kann uns zum Eingang von Seths Gewölbe unter dem Tempel in Gramfeste bringen. Kann es losgehen? Ihr kommt mit mir? Na gut, dann mal los. Achso, ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ich kenne die Stadt fast so gut wie Sota Sil. Folgt mir. Okay. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.